Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit Miniman gleich. Ja, Leute, hier, schaut euch das mal an im Hintergrund. Da. Abbau. Ist es bei euch auch so verschneit wie bei uns? Mein lieber Scholli, es schneit die ganze Zeit. Wie verrückt. Wintereinbruch ist da. So, und, ja, hab ich mir gedacht, komm, da ziehe ich mich doch einfach mal in die Alpen zurück. Oh. Geil, oder? Nee, Quatsch. Also. Hier, wir schauen jetzt mal hier oben rein. Wir haben jetzt hier den Teddy in Mamas altmodische Geheimnisschatulle und dann gehen wir hier mal rein. Wir gucken jetzt mal, was gibt's hier aktuell. Die Win. Oh, es ist eine neue Tirebox da. Okay, wir schauen uns jetzt erstmal die Winter-Tirebox nochmal ganz kurz an. Wir fliegen das nochmal mit Eggnog-Roger, kabelloser Audiotransmitter, Bill Daughtry, Roger, Wodka-Bier und Pantry-Guns. Und da haben wir hier diverse Kombos: Gun Safety Peter, Center Killer Haley, Spin Out Louise, Heavenly Hanks, Roadkills, Ready for Centers, Center Killer Steves, Eggnog Roger, Foul Fighters Teddies, Center Bills, Penguin Conservators und Center Benders. Ja, auf jeden Fall interessante Karten oder beziehungsweise interessante Kombos. Dann gehen wir jetzt mal direkt hier in diese neue Pointillism Tirebox rein. Und da sehen wir auch schon die Pointillism. Ist echt eine starke Karte. Also ist die Frage, wie stark wird sie, wenn man sie noch also nur einmal hat? Naja. Oh, so, gehen wir mal in die Rewards rein. Gucken wir mal. Also, es gibt hier auch Pointillism, Graffiti Mural, Philip J. Fry, Jerome's Mother, Mutilated Therapy Dolls und Francine Smith. Also, Francine Smith ist natürlich für mich hier schon wieder mal so ein richtiger Showstopper. Ja, sorry, dass ich das so sagen muss, aber. Auf Francine Smith habe ich ja mal null Bock. So. Gehen wir in die Gegenstände rein. Hier haben wir auch die Pointillisms. Jetzt können wir mal schauen, ganz kurz, was hätten wir denn da aktuell an Kombos dafür. Gucken wir uns die Pointillisms mal an. Ja, was habe ich jetzt gemacht? So, Pointillism. So, ich meine, wir haben sie eben gerade ja schon einmal gesehen, aber wir können uns die ja mal ein bisschen genauer anschauen, was da eigentlich passieren würde bei der Pointillism. Und die ist, das ist diese da. Wir haben hier zum Beispiel mit dem Stewie Pointillism. So, Mythic Stewie, alter Vater. Mit Jerome's Mother, 24 Punch, 18 Bombe, 24 Burger, 18, 81. Das ist schon krass. Hier auch mit 25, 21, 24, 23 bis bei 47 Angriff mit den Mutilated Therapy Dolls, die es da auch gibt. Also, das Ding ist schon ziemlich stark. Dann gibt es das ganze Spiel hier nochmal mit Brian. Und auch hier, schaut euch das an. Brian mit Graffiti Mural. Pointillism, 26 Punch, 23 Angriff. Holy shit. Oh mein Gott, mit Mutilated Therapy Dolls, mit Brian, 25 Punch und 25 Angriff. Bist du schon von Anfang an bei 50? Alter Vater. So, und wenn ich mir das jetzt hochrechne, das ist übelst. Das ist echt übelst. Da kommst du dann nach der ersten Steigerung so wahrscheinlich auf 56 Angriff im First Hit. Eieieiei. Also, Pointillism auf jeden Fall eine mega krasse, 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 krasse Combo. Dann haben wir Kuchi Copy Sculptors. Schauen wir uns mal Kuchi Copy Sculptors an. Was ist das? Kuchi Copy Sculptor. So. Welche Combo verbirgt sich denn dahinter? Wir haben ja jetzt hier nur sechs Stück. So, das ist diese hier mit einem Teddy. Mit einer Kreissäge, mit Jerome's Mother, Graffiti Mural und so weiter. Kommt dann rechts. Wir gehen mal runter auf die Mythic-Version, weil eine Rare ist und interessant.
11er Bombe, 16 Punch, 16 Revanche, 18 Angriff, 83. Das ist auch eine sehr mächtige Combo. Definitiv ultra stark, ja. Hier, zieht euch, Alter. Ja, hier mit, I will, mit der Mythic, mit der Peters Drawing. Holy shit. Ist das übel. 54 gleich im First Hit. Ist ja abartig. Ja, aber die werden ja die wenigsten von uns haben. Hier hätten wir wieder 41 im First Hit und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall auch eine mega starke Combo, das Ganze hier. So, was haben wir hier denn noch? Dann haben wir Brian Statues. Brian Statues lohnt sich auch hier mal ein Auge drauf zu werfen. Auf Brian Statues. So. Und das wäre dann das hier. Das ist eine defensive Combo mit Bodyguard, motivieren und mit einer Mauer. Also auf jeden Fall sehr, sehr interessant, wenn man ein defensives Deck spielt. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Kombo. So viel Bodyguard, so viel Motivieren und so viel Mauer, das ist echt nice. So, dann geht's weiter. Dann haben wir hier eben diese Fry's Paintings. Schauen wir uns mal die an. Fry's Painting. Das wäre dann das hier. Da haben wir einen Fry. Philip J. Fry mit Graffiti Mural und so weiter. Das ist mit Hijack, mit Motivieren und mit einer Mauer. Also auch ziemlich gut. Also hier in dieser Box, da kannst du echt sagen, da sind eigentlich alle Kombos, die da zur Auswahl stehen, echt nice. Ne? Wine and Paint Quagmire. Wine and Paint Quagmire. So, na gut, okay. Also jetzt ist dann die Serie gebrochen mit den guten. Das ist als Quagmire Combo. Eingeschränkt, Schild für alle. Ist auch sowas, wenn ich persönlich. Eingeschränktes Schild für alle. So, dann haben wir hier Cripple und Bodyguard. Ja, also halt auch sehr defensiv. Ich bin jetzt nicht so begeistert davon. Ich finde schon fast, dass die normale Quagmire-Karte da besser ist, aber gut, muss jeder selber wissen. So, und dann haben wir als allerletztes hier noch die Draw Me Tina, die kennen die meisten sowieso von euch, aber wir schauen sie uns trotzdem nochmal kurz an. Draw Me Tina. Draw Me Tina. So, die Draw Me Tina ist das hier. Gucken wir da mal ganz kurz rein, das ist diese hier. Auch defensiv mit Leech, mit einem Burger und mit Motivieren, aber eben auch wieder eingeschränkt. Hui, 32 Leech. 30 Leech. Okay. Tina mit Kunstkarten. Draw me Tina. Ja, so. Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal noch an, was ist denn da eigentlich hier, was gibt's denn da so? Also wir haben dann hier eine Wine and Paint Quagmire in Epic. Auch hier wiederum eine legendäre, bereits ab Tier 3 gesichert. Zwei legendäre eigentlich über die legendären Steine. Zwei legendäre Karten gesichert über Tier 3. Dann hast du hier drei epische oder besser, also drei normale Puls. Und ja, hier ab Tier 4 gibt es dann die Pointillism, garantiert noch mit hinzu, plus nochmal 1000 legendäre Steine. Also bedeutet, da hast du dann die nächsten zwei Legis mit hinzu.
Hast hier noch Random Mastery Tokens und Gigiwatts. Also die Mastery Tokens kriegst du dann hier ab Tier 3. Na, Forschungsbeschleunigung und so weiter und so fort. Also letzten Endes schon ziemlich geil, diese Box. So, gehen wir mal hier raus aus der Pointillism Tire Box. Dann haben wir hier die Tina noch. Das Mythic Tina Pack mit Rota Rodriguez Too Real, Graffiti Mural, Mutilated Therapy Dolls und Lois Griffin. Auf jeden Fall auch eine interessante Box, aber braucht nicht zu denken, dass man da so ohne weiteres eben die Mythic bekommt. Da muss man schon ganz schön viele Pulls für machen. So, ja, dann sind wir auch schon in der Meisterschaft angelangt und dann gucken wir mal, was hier so aktuell in der Meisterschaft am Start ist. So, als allererstes haben wir hier den Food Truck Bob. Und der sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier einen Bob eben mit Golfball Escape. So, da kommt eine Mauer, Burger und Schild raus. Naja, können wir gleich wieder wegklicken. Dann haben wir hier den Fan Farnsworth. Auch hier mal einen Blick drauf werfen. Interessant wird auf jeden Fall jetzt die Mythic-Version werden. Mythic Farnsworth. Und was kommt da raus? Naja, Cripple. Und noch nicht mal irgendwie was weiß ich, Cripple All, sondern einmal Cripple. Sorry, aber das haben andere Karten mit diversen anderen Effekten kombiniert. Insofern völlig uninteressant für 500 Gems. Dann haben wir den Hangover Nightmare. Lass uns mal da einen Blick drauf werfen. Hangover Nightmare ist dieser da. Und der ist schon interessanter. Hangover Nightmare hier mit Drunk-Karten. Aber was haben wir denn da? Mit Personalized Beer Mug. Wir gehen mal weiter runter. Personalized Beer Mug. Slew Bag. Oktoberbräu. Thunder Cocktails. Braubier, Wine Bucket, Wodka Bier, Wein Trio. Kommt raus Bodyguard, Leech und Revanche. Und das sind schon sehr, sehr starke Werte, wenn man sich das anschaut. Ist auch eine defensive Karte, aber die hat es halt echt hammerhart in sich. Durch die Revanche und Leech und Bodyguard, behaupte ich, wirst du viele Grace-Karten down bekommen. Hier auch mit dieser Lebensanzahl von 84. Mein lieber Scholli, das Ding tut weh. Und deswegen, also wenn einer ein Mythic Stewie hat, plus eben eine dieser Drunk-Karten, das geht nun mal nicht mit allen, das geht eben mit diesen hier, dann solltet ihr jetzt zuschlagen und diese Combo ist echt der Killer. Ist eine mega geile Combo. So, dann gehen wir hier raus. Hangover Nightmare. Dann gehen wir zur letzten. Das ist Turkey Handprint. Und naja, das ist das hier. Hat nichts mit der Türkei zu tun. Truthahn Handabdruck. Heißt das Ding in der deutschen Version. Hier mit der Buzzsaw und auch nur Cripple. Also die wiederum ist uninteressant. Können wir gleich wieder wegklicken. Ja, Leute, also wenn es euch heute gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir was in die Kommentare, wenn euch was am Herzen liegt. Haut raus. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir, dem Herrn Gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.